Unser heutiger Gast moderiert die erfolgreichste Talkshow im deutschen Fernsehen, meine Damen und Herren, hier bei uns im Ersten, jeden Mittwoch, fast jeden Mittwoch, nahezu jeden Mittwoch. Jetzt hat man ihn 2 Wochen lang kaltgestellt und da fragen wir uns, mischt da die Politik mit, meine Damen und Herren? Er stellt sich jetzt unseren harten Fragen, sehr hart und fast immer fair. Herzlich willkommen, Frank Plassberg! Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem sensationellen Start im ersten Programm. Da wurde ja viel geschrieben und drittes und funktioniert das auch an diesem harten Mittwoch. Und dann ging das los wie eine Rakete, wie eine Bombe. Es fallen mir zumindest nur solche martialischen Vergleiche ein. Überrascht? Ja, die ARD hat 5 Jahre daran gearbeitet und dann hat es geklappt und ja, gute Vorbereitung, ne? Ja, das ging eigentlich relativ zügig. Normalerweise weiß man ja, bei uns im Senderverbund kann sowas länger dauern. Aber Sie haben natürlich etwas, was nicht jeder hat. Sie hat einen Fürsprecher. Wer? Harald Schmidt. Nein, bei den Intendanten. Ja. Jetzt allerdings muss ich sagen, 2 Wochen keine Sendung. Verliert der Zuschauer eine Sendung, die nur so unregelmäßig kommt, nicht völlig aus dem Gedächtnis? Also ist das nicht ruinös für ein Format, wenn man gar nicht weiß, laufen die heute oder laufen sie nicht? Oder, ich kann mir das für mich nicht vorstellen. Ja, als Schmidt und Pocher eingestellt wurde, hat man ja lange überlegt, woran das lag. Und dann ist man darauf gekommen, dass das wahrscheinlich an diesem unregelmäßigen Senderhythmus lag. Dieses Schicksal wollen wir nicht haben. Ja, ich glaube, Sie sind zu erfolgreich. Wir zum Beispiel haben keinen Erfolg, sind dauernd auf Sendung. Ja? Und bei Ihnen, und das sehen ja auch alle Kollegen so, das ist nur wirklich die Sendung, die Maßstäbe setzt. Haben Sie jetzt ein bisschen gelitten, weil Sie sagen jetzt, was sind zum Beispiel in den 2 Wochen für Themen entgangen? Also wir hätten gerne zum Beispiel was über die Fressstudie gemacht, das machen wir jetzt nächste Woche. Ja. Das Fressen ist immer aktuell. Hat Otti Fischer zugesagt? Oder? Wir arbeiten noch dran. Ja, wer kommt denn da? Darf man das schon wissen? Also ich nehme an, dass Horst Seehofer kommt, das ist der zuständige Minister. Ne? Könnte mir gar nicht anders vorstellen. Kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Ja. Also so eine Sendung kann er sich nicht entgehen lassen, glaube ich. Ne? Sarah Wiener wird da sein. Das ist die Linke. Ist die Linke? Ach nein, das ist die Köchin. Hier ist Würstchen erfunden. Ich habe verwechselt mit Sarah Wagenknecht. Ja. Beides sehr kann ich kochen, sieht aber recht fesch aus, Sarah Wiener. Heißen, die kocht super. Sarah Wiener kann ich kochen. Das weiß nun wirklich jeder. Entschuldigung. Es ist eine Unverschämtheit, sie kocht so gut wie Horst Lichter. Da verbürge ich mich für. Ja, aber mein Horst Lichter? Ja. Das ist der mit dem Bart. Ich weiß! War schon bei Ihnen, oder? Ja. Ich warte noch, dass irgendwann. Und diese ölige Type, die das Buch über ihn geschrieben hat, war doch auch schon bei Ihnen. Wie hieß der denn? Markus Lanz. Lanz, ja, der jetzt beim ZDF weggekauft wurde. Ja, schlimm. Ja. Das heißt, Sie haben immer sozusagen eine Mischung aus Experten und Sympathieträgern, die aber völlig ahnungslos sind vom Thema, oder? Das ist ungefähr die Runde hier. Das ist exemplarisch. Ja, aber. Okay, Herr Plassberg. Da wollen wir noch mal genauer nachhaken. Wer ist denn hier wer? Hm? Die Jury entscheidet. Ja. Mit wem würden Sie denn gemeinsam eine Show machen? Sie haben genau 10 Sekunden Zeit, dann ist die Sendung zu Ende. Mit Olli Pocher? Hey. Nein. Ich habe mir überlegt, nein. Ich habe mir was anderes überlegt. Das ist ein Erfolgsrezept. Ich möchte auch einen jungen Kollegen an meiner Seite haben, der besser aussieht, der dynamisch ist. Ich habe an Tom Buro gedacht. Ich an Bruce Dunnell. Moment. Nein. Wir sollten uns beide merken. Ja? Wir wollen ganz kurz für Bruce Darnell Werbung machen. Er startet am kommenden Dienstag mit seiner neuen Show hier bei uns in der Erste. Bruce Darnell, am Dienstag geht's los, 18.50 Uhr. Toi, toi, toi. War das nicht der Sendeplatz von Pst? Was war Pst? Keine Ahnung. Du warst nur noch 5 Tage. Sie haben ihn unterschätzt. Sie dachten, er kann nur gut aussehen. Aber er hat Stehvermögen. Es gibt das Licht am Ende der Tunnel bei meiner neuen Show bei ARD, der Erste. Der Erste. Wir sind das Licht. Am kommenden Dienstag 18.55 Uhr. 18.55 Uhr.
Tom Buro als Partner in der Show. Jünger, sieht besser aus und er hätte mal einen pünktlichen Sender anfangen. Ja. 21. Wäre natürlich eine, könnte ich mir toll vorstellen, die Frage für ihn würde natürlich bedeuten, aufhören bei den Tagesthemen. Schwierig, ne? Sollte man die Tagesthemen nicht überhaupt abschaffen? Nein. Nein? Ich finde, man darf es Kleber nicht zu leicht machen. Schaust du Tagesthemen? Ja. Tagesthemen? Ja, ja, auf RTL. Boah, alles zusammengefasst. Ja, aber das wäre, profitieren Sie von den Tagesthemen? Es ist ein Geben und Nehmen. Also Sie kommen mittwochs nach uns, haben immer einen zweistelligen Marktanteil. Was ist das, zweistellige Marktanteil? Es ist, wenn bei Ihnen Weihnachten und Pocher auf einen Tag fallen. Also zweistelliger Marktanteil und donnerstags morgens warte ich immer auf einen Dankesanruf, aber bisher kam er nicht. Von den Kollegen? Von den Kollegen aus Hamburg. Vielleicht nachdem die das heute vielleicht kann sein, mitkriegen. Ja. Also Horst Seehofer, gibt es so Kandidaten? Es gibt ja Kandidaten, die wissen zu jedem Thema Bescheid. Ludwig Stiegler zum Beispiel. Riecht er eigentlich? Sie meinen wegen des roten Pullovers? Ja. Nein. Also das Geheimnis ist, er hat mehrere davon, mehrere baugleiche und er ist ein Top-Gast. Die SPD ist manchmal etwas... Warum ist Ludwig Stiegler ein Top-Gast? Lassen Sie mich da einfach ausreden. Oh, oh, Herr Plasberg, Moment mal. Das finde ich jetzt relativ kess. Uns ist da was aufgefallen. Richtig. Brigitte, bitte. Gar kein Problem. Ich möchte Sie gerne konfrontieren mit einer Sache, die ich gesehen habe. Denn Sie haben noch vor kurzem so geredet. Am 29.12.1992 hat Frank Plasberg in der WDR-Sendung Aktuelle Stunde Folgendes gesagt. Also, wenn Sie sich mit mir streiten wollen, rufen Sie an, unser Bürgertelefon 0211 19 7 27. Dann streiten wir uns hier in der Aktuellen Stunde. Sie am Telefon, ich hier im Studio, damit meine Position nochmal klar ist. Ich sage, ja, ich knalle gerne. Wir haben noch eine Frage, Herr Plasberg. Wie meinen Sie das eigentlich genau? Hab ich gesagt, ich knall gerne? Ich knall jetzt gerne. Nicht drum rumreden, einfach mal antworten auf die Frage. Fanden Sie mich eigentlich in dem Pullover interessanter oder mit diesem Anzug? Ja, für das uns ist jetzt nicht die Frage, knallen Sie gerne oder nicht? Sonst holen wir ja noch mal ein paar Statements raus. Ich knalle gerne an Silvester. Alles klar, danke. Das war ein Statement. Ja. Würden Sie das auch sagen, wenn Sie einen Gast... Ist der exklusiv bei Ihnen oder kann man den mal ausleihen? Sie können ihn haben. Würden Sie diese aufsässige Art auch... Also, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Nee. Ist ja deine Show. Würden Sie diese Art, wie Sie jetzt mit uns umspringen, auch tun mit einem Gast, wo man sagt, wenn der nicht Migration hätte, hätte er gar keinen Hintergrund? Also ich bin kein... Ich habe kürzlich einen Gast bei Ihnen gesehen, der war immer sehr emotional, sehr böse, sehr wutend, immer Dings... Entschuldigung, Renan Dömelkan hat eine hellere Stimme, ja? Das wäre, die muss an dem Tag nicht frei gewesen sein. Nein, die wäre auch Renan Dömelkan hat mir irgendwann mal gesagt nach einer Sendung, ich komme nie wieder. Ich habe gesagt, versprechen Sie mir das und bisher... Wirklich? Ja. Aber ich habe Sie als sehr sympathische Kollegin kennengelernt, aber in der Talkshow. In der Talkshow. Wie ist das so mit den Kollegen? Spricht man sich ab mit den Themen, als man sagt, jetzt diese Woche Atomkrieg, macht ihr das, dann machen wir Pflanzenschutz oder also manchmal liegen ja Themen völlig auf der Knarre sozusagen. Nein, wir spielen 17 und 4 und... Aha. Das kann man ja mittlerweile auch per Internet machen und dann manchmal ruft dann Struve noch an oder kappt die Leitung. Wer ist das? Ach, Dr. Struve. Dr. Struve. Der ARD-Programmdirektor. Nee, das geht schon alles ganz gut. Ja. Ist Platz für alle. Ist das jetzt nicht eine ausweichende Antwort, wie man sie einem Politiker in Ihrer Sendung um die Ohren hauen würde? Ja. Es ist Platz für alle. Mal ehrlich, Sie hätten doch Sonntag aufmachen können nach dem Tatort. Ja, aber ich habe doch nicht die Starqualitäten. Hat doch Jobs Ploog gesagt. Wer war denn das? Ach, Jobs Ploog, der frühere Intendant des Jetzt wahrscheinlich auf Norderney oder so. Aber ich glaube eher in Südfrankreich. Ja? Ja. Gut. Nee, waren Sie nicht bei seiner Verabschiedung? Ich hatte keine Einladung, Herr Schmidt. Da waren Sie ja der Einzige von den 4000. Sie hatten keine Einladung? Nein. Aber Sie würden jederzeit mit ihm einen
Café au lait trinken, wenn man sich irgendwo trifft. Ich hatte mir den Abend auch freigehalten, aber. Das begann ja schon vormittags. Ach so. Ja. Noch eine Frage von Ihnen? Nö, ich bin jetzt durch. Wirklich? Nö, ich komme dann mal. Ja? Ja. Thema? Was ist nächste Woche? Essen war das, ne? Ja. Ist nicht so dein Ding. Nee. Wir suchen noch einen, der eine High-End-Küche hat und Fertigpizza reinschiebt. Helmut. Herr Plasberg, noch mehr Erfolg kann man sich nicht wünschen, sonst wird's unheimlich. Nächsten Mittwoch, 21.45 Uhr, hier im ersten Thema Gesundheit. Stargast Horst Seehofer. Der ist bei uns. Ja. Ja. Ja, sicher. Ja, bei Ihnen, ja. Ja, ja. Bei ich dachte uns? Hier. Ach nee. Nee. Nein, bei jetzt uns. So, oder freuen wir uns. Also. Nee, bei uns ist Angelika Kalvers zu Gast nächsten Mittwoch. Tolle Frau, Psychologin. Und absolut. Jetzt freuen wir uns auf die... Habt ihr schon Paartherapie nötig? Oder? Was? Habt ihr schon Paartherapie? Das wollen wir machen. Nächste Woche in der Sendung klären. Also. Das wollen wir machen. Ja, aber da kommen überraschende Dinge raus. Das ist so eine Moderatorenaufstellung, nennt man das. Ne? Gutes Thema. Ja. Ich lasse mich coachen von Beckmann. Wir freuen uns jetzt Wiederkunft nach der Niederkunft unserer Kollegin Tita von Hardenberg, meine Damen und Herren. Zurück aus dem Mutterschaftsurlaub, strahlender denn je, wenn ich dem verwackelten Foto in meinem Billig-Internetanschluss glauben kann. Herr Plasberg, vielen Dank. Alles Gute. Frank Plasberg, meine Damen und Herren. Oliver Pocher. Harald Schmidt. Dankeschön. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.